Das, was ihr gerade gesehen habt und das, was ich hier in meiner Hand halte, das ist meine Nikon Z6 Videowaffe. Wie ich das zusammengerickt habe, was die einzelnen Teile sind und warum ich die Nikon Z6 so zum Film nutze, das erkläre ich euch in diesem Video. Legen wir gleich los. Auf geht's. Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Daniel, ich bin Sportfotograf und Wingfoiler und ich habe dieses Jahr noch mehr Fokus auf die Videografie gelegt und möchte mir da auch einfach noch ein weiteres Standbein in meiner Selbstständigkeit mit aufbauen. Und dafür brauchte ich ein Video-Setup. Und da die Nikon Z6 und die Z6 II keine Log-Profile von Natur aus haben, habe ich mir überlegt, okay, muss ich jetzt irgendwie einen teuren Bildschirm kaufen oder bekomme ich das auch irgendwie auf eine andere Art und Weise auf die Kette? Das sprechen wir jetzt an. Ich zeige euch jedes einzelne Detail, wie eben schon erwähnt. Wir fangen mit dem Mikrofon an. Das ist hier oben drauf montiert. Ich habe das jetzt schon mit einem Verlängerungskabel zu der Nikon Z6 II verbunden, einfach nur damit ich auch gleich Audio in der Nikon Z6 II habe und euch hier alles genau zeigen kann. So, das Mikrofon, was wir hier haben, das ist das Rode VideoMic Go. Es ist ein kleineres und was ich schon wirklich ziemlich lange nutze. Jetzt für meine YouTube-Videos eben mit einem Verlängerungskabel, so dass ich das näher an meinem Mund führen kann und eine ultra sexy Stimme habe. Wenn ich es dann an meinem Rig benutze, kommt dann das normale Rode-Kabel mit da dran und connectet dann zu der Kamera, die gerickt ist. Wie schon im Vorspann erwähnt und auch im Titel betitelt, nutze ich als Kamera die Nikon Z6. Hier jetzt als Beispiel mit dem Nikon Z50mm 1.8. Ich benutze natürlich, wenn ich filme, dann die entsprechende Brennweite, die ich für meinen Bildlook benötige, in verschiedenen Varianten. Ich benutze zum größten Teil nur Festbrennweiten. Ich habe ein 11mm Fisheye-Objektiv von TT Artisan, ein 28mm 2.8, ein 50mm 1.8, das was sich jetzt an der Nikon Z6 befindet, ein 85mm 1.8 und das 200 bis 500mm Nikkor 5.6. Jetzt war natürlich die Frage, okay, wie bekommt man das hin, dass ich einen externen Bildschirm für meine Kamera habe. Die Idee ist zweigespalten, weil zum einen, wer meine Videos vielleicht ein bisschen verfolgt, hat mal mitbekommen, dass meine Nikon Z6 beim Service war, weil der Display nicht mehr funktioniert. Dementsprechend sehe ich nur durch den Sucher, der, seien wir ganz ehrlich, auch nicht mehr der Beste ist. Heißt also, es musste irgendwie ein anderer Display her, da ich noch nicht so etabliert in der Videografie bin und auch nicht meinen Hauptanteil mit der Videografie verdiene und dementsprechend einfach schauen muss, dass ich das auf Budget-Variante hinbekomme, habe ich überlegt, was für Möglichkeiten gibt es. Ich benutze mein altes Handy, das ist ein Xiaomi Redmi, schlag mich tot, das ist irgend so ein China-Ding, was ich mir mal zwischendurch bei Handy-Kaputtheit als Ersatzhandy organisiert habe und das benutze ich als Bildschirm. Dazu verwende ich die Monitor Plus App, die funktioniert super genial. Ihr schließt da was an, das zeige ich euch jetzt gleich. Und dann könnt ihr direkt das sehen, was die Kamera auch sieht. So, und wie funktioniert das, wenn ich jetzt nicht die Nikon hauseigene App benutze, sondern ja diese Monitor Plus App. Und das ist ganz einfach. Ich habe hier eine Video Capture Card und diese kann ich mit einem USB-C-Stecker an mein Handy anschließen und habe dann einen HDMI-Ausgang. Dieser ermöglicht mir hier den HDMI-Ausgang dann mit einem Mini-HDMI-Anschluss an meine Nikon Z6 zu schließen und so habe ich mit meinem Telefon, der Monitor Plus App und dem HDMI-Kabel eine Verbindung von der Kamera zum
Handy. So, jetzt haben wir jede Menge Kabel und Telefone und ihr habt gesehen, ich habe das gerade einfach so festgehalten. Damit ich das aber nicht die ganze Zeit festhalten muss, habe ich noch etwas anderes. Und zwar ist es dieses Ding hier. Das ist eine Handyhalterung, die könnt ihr mit dieser Seite in den Blitzschuh schieben und könnt dann hier zwischen euer Handy klemmen und könnt dann hier oben drauf das Mikrofon stellen. Ihr könnt hier oben drauf ein externes Licht stellen. Wenn ihr Mikrofon und Licht benutzen möchtet, dann könnt ihr das auch schräg stellen und könnt auf die eine Seite Licht und auf die andere Seite Mikro platzieren und habt so halt einfach beides am Start und in der Mitte halt immer noch den Bildschirm. Der ist dann zwar hochkant, aber das ist dann auch nicht so das Problem, weil das Telefon das ja natürlich ausgleicht. Kommen wir zur letzten Sache, wo ich einfach noch sagen müsste, da hätte ich ganz gerne noch etwas anderes. Allerdings hatte ich es noch nicht nötig und brauchte ich noch nicht. Man kann rein theoretisch auch diesen Blitzschuh natürlich oben auf die Kamera schrauben. Sehe dann so aus und könnte trotzdem von der Seite aus dann alles connecten und verbinden und hätte dann trotzdem ein cooles Filmsetup. Damit ich mit meiner Hand ein bisschen besser filmen kann, habe ich das Ding. Das habe ich mal von einem guten Kumpel geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Man bekommt ein paar smootheres Shots hin. Und das war's dann auch schon wieder. Das ist mein Low-Budget Nikon Z6 Wappen Filmset. Preislich gesehen ist es natürlich ein super duper günstiges Setup. Das Mikrofon hatte ich schon für meine YouTube-Videos. Da brauchte ich kein neues kaufen. Ich glaube, man kann das bei Amazon super duper günstig für ca. 50 Euro schießen, wenn ich mich nicht irre. Dann kommt natürlich das Kabel für das Audio kommt mit. Das weiße Plastikding, wo ihr euer Handy und das Mikrofon anbringen könnt, auch das bekommt ihr für ca. 11 Euro. Die Kabel, um das Handy mit der Kamera zu verbinden, liegen bei ca. 30 in Kombination eingekauft. Ich weiß nicht, was diese Händel kostet. Wie gesagt, das ist jetzt eine Investition, die nicht zwingend notwendig ist, meiner Meinung nach. Man kann auch einfach erstmal so mit der Kamera aus der Hand filmen, sich da einfach schon ein bisschen was erarbeiten und sein Setup dann vergrößern und verbessern. Ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung alle Sachen, die ich gekauft habe. Da könnt ihr dann einfach mal durchstöbern und schauen, ob das auch was für eure Kamera ist. Ihr könnt dieses Setup genauso bei Sony und auch bei Canon nutzen. Und ich denke, dass auch andere Kamerasysteme da mit der Monitor Plus App easy mit funktionieren. Nikon unterstützt kein Log-Footage ohne einen externen Bildschirm. Und auch das Problem habe ich gelöst. Zumindest könnte ich es lösen. Aktuell bin ich aber wieder ein bisschen davon ab. Wenn ihr in meinen Videos ein bisschen zurückscrollt, ich bin in der Videonachbearbeitung, was Log-Profile angeht, super schlecht. Ich kriege es einfach nicht auf die Kette und deswegen filme ich aktuell nicht mehr in Log. Ich habe aber eine Möglichkeit gefunden, wie ihr auf eure Nikon Z6 ein Log-Profil ziehen könnt. Und wenn euch das interessiert, schreibt mal gerne in den Kommentar und lasst mich wissen, ob ich darüber auch ein Video machen soll. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr noch Tipps für mich zur Videografie oder vielleicht auch speziell zum Color Grading habt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin für jeden Rat dankbar und hoffe, euch hat das Video gefallen, euch haben die Accessories gefallen und ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. Ich wünsche euch bis nächste Woche gutes Licht und guten Wind und dann sehen wir uns zu einem neuen Video. Bis dahin, alles Gute und tschüss. Ja, und wenn ihr Fotografie-Anfänger seid oder Fortgeschrittene und ihr braucht noch ein paar Tipps, die euch weiterhelfen, eure Fotografie voranzubringen, dann schaut auch unten in der Videobeschreibung nach. Dort gibt es einen Link zu einem kostenlosen E-Book, was ihr herunterladen könnt. Dazu müsst ihr euch einfach in mein Newsletter eintragen. Und wenn ihr spezielle Fragen habt, schaut auch da mal nach. Ihr könnt mich alles fragen, was euch auf der Seele brennt. Und das machen wir in speziellen Calls. Auch die könnt ihr über meine Website buchen. Schaut auch gerne vorbei. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Bis dahin, mach's gut.